Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben in den letzten Wochen, als wir in der Schule waren, über Betriebssysteme geredet, weil wir haben etwas im Labor gemacht und wir haben etwas Theorie erarbeitet. Und der letzte Punkt, den wir erarbeitet haben, oder an dem wir gerade arbeiten, ist die Speicherverwaltung. Gell? Also das Betriebssystem verwaltet Ressourcen des Systems. Und bisher haben wir gesehen, dass wir hier mit dem Scheduler oder Prozess-Scheduler eben die Ressource CPU verwalten. Gell? Auf der anderen Seite haben wir dann über Massenspeicher geredet, konkret über die Dateisysteme im Labor. Und haben gesehen, es gibt hier verschiedene Dateisysteme mit verschiedenen Möglichkeiten und haben dann theoretisch begonnen, über Arbeitsspeicher zu reden und über die Verwaltung des Arbeitsspeichers. Und hier spricht man im Allgemeinen von der Speicherverwaltung. Gell? Also wenn wir von Speicherverwaltung reden, dann meinen wir den Arbeitsspeicher und nicht den Massenspeicher. Gell? Also, ja, dann haben wir einige Aufgaben herausgearbeitet, haben zentrale Aufgaben gesehen und darunter sind eben ja mal die Vergabe von Arbeitsspeicher an die Prozesse, gell? Also ein Prozess wird ins System geladen und braucht Arbeitsspeicher, weil ohne Arbeitsspeicher arbeitet kein Prozess. Das ist wie der Sauerstoff für die Prozesse. Dann, es kann sein, dass ein Speicher ja, nach den Weihnachtsferien und den vielen Keksen zu Weihnachten ja etwas mehr Speicher braucht, gell? Und ja, dann hat der Programmierer ein Malloc hier irgendwo platziert und wir müssen als Betriebssystem eventuell Speicher zuweisen, gell? Also wenn der zugewiesene Speicher noch irgendwo reicht, gell, dann geht es gut, gell. Wenn man hier aber mehr anfordert, als man schon hat, gell, dann braucht man zusätzlichen Speicher und diesen zusätzlichen Speicher muss das Betriebssystem dann zuweisen, gell. Also wenn die Prozesse etwas voluminöser werden, gell. Ja, das kann passieren, gell. Das passiert den Prozessen wie uns Humanen auch, gell. Dann wenn wir Speicher vergeben haben, müssen wir auch irgendwann wieder an das System zurückgeben. Gell? Wenn wir Speicher nicht zurückgeben, gell? Wenn wir zum Beispiel das Free vergessen, gell? Dann haben wir ein Speicherleck. Gell? Und wenn wir ein Speicherleck haben, das ist dann nicht gut. Gell? Dann, ja, dann werden die Prozesse größer, größer, größer. Gell? Ja. Ohne dass sie mit dem Speicher irgendetwas tun, gell? Also wenn sie den Speicher verlieren. Und irgendwann geht der Speicher dann aus, gell? Ja, das war früher öfter so, dann musste man halt regelmäßig die Maschine neu starten, gell? Also wenn man einen Nachmittag lang gearbeitet hat, hat man dann halt vielleicht zwischendurch zwei, drei, fünfmal die Maschine neu gestartet, gell? So war das mal. So, also, und die Freigabe, gell, bezieht sich sowohl auf den gesamten Speicher eines Prozesses, gell? Also wenn er raussteigt, Exit macht, dann gibt er seinen ganzen Speicher zurück, gell? Und auch auf eben diesen Zusatzspeicher, gell? Also den wir mit zum Beispiel mit malloc oder calloc oder sowas ähnlichem dann anfordern, gell? Den wir mit free dann wieder freigeben können. Dann muss das Betriebssystem Bescheid wissen über den Speicher. Es muss wissen, welcher Prozess wo seinen Speicher hat, gell? Und muss auch zum Beispiel den freien Speicher kennen, gell? Also es muss sehr viele Eigenschaften des Speichers und des vergebenen Speichers kennen, um dann diesen auch verwalten zu können, gell? Also hier hat man dann auch Tabellen und hier hat man alles Mögliche, um den Speicher dann eben ja, um die Speicherverwaltung eben fest zu ja, aufzuschreiben, gell? Dann haben wir einen wichtigen Punkt, den Speicherschutz. Gell? Also Speicherschutz versteht man also den Schutz des Prozesses, gell? Oder der Prozesse untereinander, gell? Und der einzelne Prozess darf ganz konkret nicht auf Speicher zugreifen, der ihm nicht gehört, gell? Also es ist nicht sympathisch, gell? Wenn einer
mit dem Kugelschreiber ins Heftel des anderen schreibst, gell? Und bei den Prozessen ist das auch so, gell? Also bei den Prozessen darf ein Prozess nicht in den Speicher eines anderen Prozesses eben greifen, gell? Und das macht der Speicherschutz, gell? Und da muss man immer überprüfen, ob die Adressen dann auch gültig sind. Und dieses Überprüfen, das wäre softwaremäßig ja ein Unding, wenn man jedes Mal vor einem Speicherzugriff irgendwelche Abfragen machen müsste. Also hat man das ausgelagert auf Hardware, und dieses ist eben diese MMU, gell? Also die Memory Management Unit, gell? Zu Deutsch auch Speicherverwaltung, gell? Das ist Hardware, gell? Das ist also Hardware, gell? Die uns bei der Speicherverwaltung oder das Betriebssystem bei der Speicherverwaltung dann unterstützt, gell? Und ja, das ist eine feine Sache, gell? Und diese MMU, gell, kontrolliert die Adressen, die ein Prozess verwendet, und wenn ein Prozess eine Adresse verwendet, die nicht ihm gehört, gell, er also auf einen Speicher zugreifen würde, die er, ja, der nicht seiner ist, gell, dann kommt es zum Speicherzugriffsfehler, gell, oder Segmentation Fault, gell, und der Prozess wird dann, ja, er wird abgeschossen, gell, er wird beendet vom Betriebssystem, gell, das kann ein Betriebssystem nicht dulden, gell. Dann, eine andere Aufgabe ist die Berechnung der physikalischen Adressen, gell. Und das ist eine wichtige Aufgabe der Speicherverwaltung. Und zwar, wenn wir ja, an die Adressierung denken, gell, und wir haben ja gesehen, wenn wir den Z80 verwendet haben, dort hat man Adressen im Code, gell, dann haben wir ein grundsätzliches Problem, gell. Wenn wir schon wissen, bei der Programmierung, wenn der Programmierer weiß, wo der Prozess später liegen wird, gell, welchen Speicher er hat, gell, dann kann er schon fixe Adressen verwenden, gell. Wenn die Adressierungen aber beim Programmieren noch nicht bekannt sind, gell, dann muss das zur Laufzeit gemacht werden, gell. Also erst zur Laufzeit ist dann bekannt, wo ein Prozess landet, wo sein Speicher ist, gell. Und dann kann man erst zur Laufzeit die physikalischen Adressen festlegen. Das ist ein Problem. Weil das würde bedeuten, dass man jedes Mal rechnen muss, gell? Und bei jedem Zugriff auf den Arbeitsspeicher rechnen ist nicht tragbar, gell? Und dann hat man etwas gemacht, gell? Man hat dann eine Hardware entwickelt, und die Hardware unterstützt uns dabei, gell? Und das ist die zweite große Aufgabe der MMU. Die MMU berechnet also aus den logischen Adressen eines Prozesses die physikalischen Adressen. Und das wird in Echtzeit gemacht. Also bei jedem Zugriff wird die physikalische Adresse berechnet. Gell? Ja, das ist eine feine Sache, gell? Weil nur so ist möglich, dann auch Multitasking zu machen, also mehrere Prozesse gleichzeitig im System zu haben, gell? Ohne dieses Rechnen durch die MMU wäre das nicht möglich, gell? Ja, dann ein weiterer Punkt, die Verwaltung des gemeinsamen Speichers oder Shared Memory, gell? Ist auch eine aufregende Sache, gell? Wenn wir schon nicht fähig sind, auf den Speicher unseres Prozesses dann zu schauen, gell? Wie sollten wir dann auf einen Speicher schauen, der von mehreren Prozessen gemeinsam genutzt wird, gell? Also das ist eine tolle Sache. Ja, dann die Verwaltung des Auslagerungsspeichers, gell? Also, unter Windows sprechen wir oft von der Auslagerungsdatei, gell, die dann auch mal wachsen kann und so, gell, das spürt man dann sehr deutlich, wenn das passiert, gell, oder früher hat man es öfter gespürt als heute. Oder wir haben im Linux-Unix-Bereich eben diese Swap-Partition, gell, und die Swap-Partition, die ist dann effizienter als eine Auslagerungsdatei, hat aber eine fixe Größe, gell. Aber ja, es ist heute nicht so wichtig, wie das früher mal war, gell? Also wenn man sehr wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung hat, gell, dann ist man auch sparsam damit, das stimmt, gell? Aber trotzdem reicht es nicht immer, gell? Also das ist so, ja, ein bisschen wie das Geld, gell? Also wenn sehr wenig zur Verfügung steht, dann sind die Leute auch nicht immer glücklicher damit, gell? Also da ist das mit dem Arbeitsspeicher auch so, gell? Wenn man also zu wenig hat, gell, dann ist man auch nicht immer glücklich, gell? Und da haben sie diese Auslagerung eingeführt, gell? Und die Auslagerung bedeutet, dass man dann so tun kann, als ob man mehr hätte, gell? Man tut so, als ob man mehr Arbeitsspeicher hätte, als man hat, gell?
Ja, also das so tun, als man, dass man also, ja, so tun, als ob man mehr hätte, als man hat, gell, das tun wir ja auch manchmal im Leben, gell, und beim Speicher auch, gell, also wir tun dann einfach so, als hätten wir mehr, gell, und dann müssen wir aber irgendwelche, ja, Daten, gell, also irgendwelche Teile des Arbeitsspeichers auslagern. Auslagern auf den Massenspeichern. Das ist eben Auslagerung, gell, oder eben dieses Swapping, gell. Und ja, das ist eine ja, recht nette Sache. Man kann also dann mit einem vorgegebenen Speicher dann auch mal was Größeres machen, gell. Aber die Leistung, die ist dadurch schon, ja, die leidet, gell, die leidet sehr, gell. Aber wie gesagt, das ja, ist ein wichtiges Konzept, sogar heute noch, gell? Also wir haben gesagt, wenn der Arbeitsspeicher ausgeht, gell, und wir haben keine Swap, gell, dann kann es sogar sein, dass die Uhr plötzlich dann pack, fertig ist, gell? Wir fahren das System an die Wand, gell? Also wenn voll ist, dann ist voll, gell? Wenn wir aber eine Auslagerung haben und wir füllen den Arbeitsspeicher, gell, dann können wir mit der Auslagerung noch weitergehen, gell? Wir können also darüber hinausgehen, gell? Und wir gehen da einfach irgendwas auslagern dann hinaus auf den Massenspeicher, gell? Und dieser Massenspeicher, der ist ja, der ist gefährlich langsamer, gell? Viel langsamer. Wenn wir eine Festplatte haben, da brauchen wir ja, Millisekunden für die Zugriffszeit, gell? Und wenn wir dann von Nanosekunden, gell, auf Millisekunden gehen, dann ist das 1 zu 1 Million, gell? Und dieses Auslagern, das ist dann einfach elends langsam, gell? Und dieses elends langsam werden, das hat dann auch einen Vorteil, gell, wenn man ein System hat, das langsam wird, dann schimpfen die Leute, gell, und dann kann man vielleicht eingreifen und vielleicht sehen, was hier langsam wird, wenn es ein Fehler ist, gell. Also, wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr habt genug Speicher, gell, und ihr braucht keine Auslagerung, mein Tipp, gell, macht immer eine Auslagerung. Wenn es auch nicht sehr viel ist, gell, wenn ihr auch nur ein paar Gigabyte festlegt als Auslagerung, wenn aber das System beginnt auszulagern und wenn es 2 GB auslagert, dann beginnt dieses System langsam zu werden, gell, und ihr könnt Fehler suchen, gell. Wenn ihr diese 2 GB Auslagerung nicht gemacht habt, gell, und das, der, ja, der Speicher geht aus, dann steht das System, gell, dann wird es nicht langsam, dann steht's und das ist dann nicht gut, gell. Ja, dann haben wir noch diesen Cache-Speicher, gell? Also Cache-Speicher brauchen wir in Prozessoren, gell? Weil das RAM im Verhältnis zum Prozessor langsam ist, gell? Und ja, das ist es nicht unbedingt viel langsamer, weil es von Haus aus langsamer ist, gell? Aber es ist auch langsam, weil es eben nicht im Prozessor ist, sondern außerhalb des Prozessors, gell? Und wir haben hier eine Rechnung gemacht und haben gesehen, wenn also ein System mit 3 GHz getaktet ist, gell, dann kommt das Licht in der Zeit, gell, für einen Takt, gell, nur 10 cm. Und das ist Licht, gell, und nicht die elektrischen Signale, die mal Kapazitäten und so überwinden müssen, gell. Das heißt also, wir haben hier ein effektives physikalisches Problem, gell, weil wenn wir nur wenige Zentimeter in einem Takt schaffen, gell, dann können wir davon träumen, dass wir in einem Takt die Zugriffe machen, gell. Also RAM-Zugriffe schaffen wir nicht in einem Takt, gell. Es gibt schnelleres RAM, es gibt langsameres RAM und, gell, es gibt alles Mögliche, gell. Aber wir sind hier an der physikalischen Grenze, gell. Wir können das alles näher zusammenbauen, gell. Also man hat heute ja auch nicht mehr so riesige Motherboards, die man früher mal hatte, gell? Weil da hat man so, ja, da hat es dann Dinge gegeben, die waren halt ein bisschen größer, gell? Aber na, wenn man es auch kleiner zusammenbaut, dann hat man halt dann manchmal auch andere Probleme, dass man diese ganzen ja, Bauteile dann nicht mehr runterbringt, weil die wir da auch auf dem Speicher haben. Wenn wir da Gigabyte haben, was wir durch dann Transistorfunktionen unterbringen müssen, das ist ja, das ist riesig, gell? Okay, das ist ja mehr als der Prozessor selber dann, gell? Also hat man diesen Cache, gell? Also ein schneller Speicher im Prozessor und so lädt sich die Hardware dann herein, was sie halt. Also wenn sie Zugriff macht, dann holt sie sich halt schon mal was hinein und dann hat sie schon mal Reserve, gell? Das da funktioniert dann recht gut, gell? Ja, das also mit dem Speicher. Da gibt es auch böse Zungen, gell? Böse Zungen, die über, ja, über das, ja,
über die Verwendung des Speichers was aussagen. Und da gibt es etwas, dieses Parkinsonsche Gesetz, gell? Das hat man dann ganz frech dann auch für den Speicher übernommen, gell? Also beim Parkinsonschen Gesetz, gell, da geht es ja eigentlich um die Arbeit, gell? Und da hat dieser Parkinson da über Bürokratie und Verwaltung geschrieben, gell? Und dann hat er sowas gesagt wie, also die Arbeit, gell, die dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht, gell? Also, ja, der hat gesagt, es ist eigentlich egal, wie viel Zeit die Leute haben, gell? Sie brauchen immer die ganze Zeit für die Arbeit, gell? Und, naja, das ist jetzt ja, zwar böse, gell? Aber bei den Programmen kann man das auch sagen, gell? Also, die Programme expandieren, um den Speicher auszufüllen, der sie enthält, gell? Ja, und da steht. Da steckt ein bisschen Wahrheit dahinter, gell? Also, die Programme, die sind heute einfach größer geworden, gell? Nicht, weil sie immer mehr können als früher, gell? Sondern weil einfach mehr Arbeitsspeicher da ist, gell? Und dann werden die Betriebssysteme größer und dann werden die Bibliotheken größer und, gell? Wird einfach alles größer und dann halt auch die Anwendungen werden größer, gell? Also, die Komplexität, gell, der Aufgaben führt dann auch dazu, dass das Ding dann groß wird und wenn dann viel Speicher da ist, dann werden diese Programme einfach unverhältnismäßig groß, gell. Also dass heute ein Webbrowser gleich mal ein Gigabyte auffrisst, wenn man ihn startet, gell, das ist ein Unding, gell. Warum ein Gigabyte für etwas Web, gell? Okay, schon einiges drinnen, ist nichts zu sagen, gell, aber es ist einfach gewaltig, gell. Während man früher, gell, mit wenigen Kilobyte ist man auf den Mond geflogen, gell? Gell? Ja, das haben sie da auch sogar schon so dargestellt, was sie da alles gehabt haben, gell? Es war, ja, war eine lustige Sache, die haben da so Datenwörter mit 16 Bit gehabt und so, gell? Also nicht nur einfach Bytes oder so, gell? Okay, ja, es gibt jetzt mehrere konkrete Modelle und Implementierungen der Speicherverwaltung, gell? Wir werden jetzt bei einfachen starten und wir werden dann mehrere Konzepte sehen. Nicht alles, was wir sehen, gibt es so auch, aber das, was wir sehen, bildet dann die Grundlage für die effektiv verwendeten Speicherverwaltungen, gell? Und die erste Speicherverwaltung, das ist die direkte Speicherverwaltung, gell? Also bei der direkten Speicherverwaltung, gell, die funktioniert bei ein Prozessbetrieb, gell, also nicht ein Prozessor, gell, sondern eben ein Prozess, Monotask, einer der läuft und zwar ohne Betriebssystem. Wenn man also im System nur ein Programm lädt, gell, also hat man einen Prozess und dieser eine Prozess, der kann tun und lassen, was er will, gell. Okay? Also er kann schimpfen, er kann fluchen, er kann auch fluchen, darf man nicht in der Schule, gell? Also dieser eine Prozess darf aber mit dem System tun und lassen, was er will. Aber es gibt kein Betriebssystem und wenn wir kein Betriebssystem haben, dann haben wir auch keine wirkliche Speicherverwaltung, gell? Also alles, was wir hier oben aufgezählt haben an Aufgaben des Betriebssystems, da fällt eigentlich fast alles weg, gell? Also wenn man da so schaut, gell? Hier hat man ganz viele Sachen nicht, gell? Also der Entwickler kennt schon die Adressen des Systems, also des Programms im System bei der Ausführung und der Daten, gell? Also braucht man keine Adressen ausrechnen, gell? Oder wenn das System startet, wird das Programm mitgestartet und ausgeführt, gell? Also wir brauchen keine Vergabe von Speicher, wir müssen den Speicher nicht freigeben, wir müssen den Speicher, den wir verwenden, nicht irgendwie protokollieren und auch nicht den freien Speicher, gell? Shared Memory gibt es sowieso nicht, wenn wir nur einen Prozess haben, gell? Speicherarithmetik, gell? Also Berechnung der Adressen gibt es nicht, gell? Also System liegt im, also das der Prozess liegt im System, gell, und hat das System für sich fertig, gell, also muss man nichts ausrechnen, weiß man schon beim Kompilieren, wo das liegen wird, gell, man hat keine Auslagerung, gell, es gibt nur einen Prozess, also brauchen wir auch keinen irgendwo Massenspeicher oder so, gell, für wo man was auslagern könnte, gell, man hat also all diese Sachen fallen weg, gell, wer ist denn dann schuldig, gell, der Entwickler. Die Programmierer sind dafür verantwortlich, wie sie mit dem Speicher umgehen, gell? Und das war's, gell? Also da hat man nicht mehr, gell? Und
Naja, die Frage ist, gibt es sowas, gell? Und die Antwort ist ja, gell? Die Antwort ist ja, und zwar, wenn man irgendwelche Steuerungsaufgaben haben, gell? Wenn man also so Mikroprozessorsysteme, gell? Oder Mikrocontrollersysteme haben, gell? Wir haben im Herbst da schon diesen Simulator des AZ80 gesehen und da haben wir gesehen, es gibt ein Programm, unseres, das wir geschrieben haben, das an einer bestimmten Adresse liegt. Und dieses arbeitet dann, das war's, fertig, mehr war da nicht, gell? Und wir haben dann noch so ein Mikrocontrollersystem mit so, ja, Big-Controllern da, gell? Das ist da, ja, ist etwas komplexer als der Z80, gell? Aber es ist immer noch ohne Betriebssystem, gell? Also direkte Speicherverwaltung, gell? Also das Programm liegt an einer bestimmten Adresse, wird dort ausgeführt, hat den ganzen Arbeitsspeicher zur Verfügung und das war's, gell? Hier hat man nichts, kein Speicherschutz, nichts, gell? Ja. Und ja, wo führt man oder wo findet man das? Das findet man so bei Steuerungsaufgaben, gell? In eingebetteten Systemen, gell? Also es gibt ein Programm, das die Waschmaschine steuert, gell? Also wenn das nicht gerade eine smarte Waschmaschine ist, die über unsere Handys kommuniziert und im Internet ist, gell? Oder wenn das jetzt nicht unbedingt der Kühlschrank ist, der smart ist, gell? Oder ein anderes Gerät, gell? Wenn das einfach ein einfaches Gerät ist mit einer Mikroprozessor- oder Mikrocontroller-Steuerung, gell? Dann haben wir oft eine direkte Speicherverwaltung, weil es nur ein Programm gibt auf dem System und wenn das Gerät eingeschaltet wird, dann wird dieses Programm geladen, gell? Natürlich, auch wenn wir heute ein ja, Smart TV haben und das Smart TV hat, ja, hat einen Netzanschluss, gell? Dann ist schon vorbei mit einer solchen Lösung, gell? Weil dann haben wir ein Netzwerksteck, dann brauchen wir ein Betriebssystem, gell? Und, gell? Also das ist dann schon eine große Sache, gell? Aber so einfache Sachen, gell, wie eben Steuerung im, ja, in vielen Bereichen, gell, kann man damit machen. So, nächste Speicherverwaltung, gell, ist die lineare Speicherverwaltung. Und mit der linearen Speicherverwaltung, gell, haben wir zum ersten Mal mehrere Prozesse im System, gell? Also die lineare Speicherverwaltung, da werden die Speicher einfach blockweise vergeben für jeden Prozess, so viel Speicher wie er braucht und das war's, gell? Und ja, dann muss das Betriebssystem halt schauen, wie es das verwaltet, gell? Und ja, es ist ganz nett, gell? Bringt aber ein paar Probleme mit sich, gell? Und deshalb wollen wir jetzt so ein bisschen zeichnen, schauen, ob man das, ob uns das gelingt, gell? So. Okay, ja, also, wenn wir hier mal so einen Speicher zeichnen wollen, gell, und ja, also, ja, mehr malen als zeichnen, gell, wäre das unser Speicherbereich, so, so, jetzt haben wir grün. Auch gut, gell? Also wenn wir einen Speicher haben, gell? Und jetzt haben wir Prozesse, gell? Also jetzt kommt das Seppele, gell? Seppele bringt einen Prozess mit und den Prozess, den schicken wir in Ausführung, gell? Und ja, schauen wir mal, gell? Also gehen wir einen bestimmten Speicherbereich, gell? Seppeles Prozess sagt so viel Speicher brauche es, gell? Gell? Also, gehen wir das mal so. Das ist jetzt das Seppele-Sepp, gell? Also, Seppele hat also jetzt diesen Speicher bekommen, gell? Und sein Prozess arbeitet hier drinnen, gell? Also, hier haben wir Programm, Daten, alles, was zum Prozess gehört. Ein Block. Und hier ist der Prozess drinnen. Ja, da kommt Meudele, gell? Meudele bringt auch einen Prozess mit, gell? Und Meudeles Prozess, gell? Hoppala. Das wollten wir jetzt nicht. Gehen wir wieder zurück. So, genau. Okay, also Meudele. Meudele bekommt so viel, gell? Okay, das ist jetzt der Meudeles Prozess, gell? Meudeles Prozess arbeitet jetzt auch, gell? Meudel. So,
Jetzt haben wir da Seppelsprozess und Meudelsprozess, gell? Jetzt gibt Hanzele, gell? Ja, Hanzele bringt einen kleinen Prozess mit, gell? Also wo tun wir den da hin? Einfach hinter nach, gell? So, weil das ist Hanzeles Prozess, gell? So. So, und jetzt haben wir, ja. Jetzt haben wir Seppeles Prozess, Meudeles Prozess und Hanzeles Prozess, gell? Ja, jetzt kommt, ja, Meudeles Prozess hat schon fertig, weil Meudele hat einen effizienten Prozess, ein effizientes Programm geschrieben, gell? Okay, ja, wenn das fertig hat, dann wird der Speicher freigegeben, gell? Ja, dann gehen wir mal schauen, können wir hier Speicher freigeben, gell? Das geht gut, gell? Ja, schauen wir mal da, das wird dann alles freigegeben da, gell? Das ist jetzt freier Speicherbereich, gell? Schön, gell? Jetzt kommt der Beppi. Der Beppi hat auch einen Prozess, gell? So, jetzt nehmen wir wieder da so, sowas, gell? Okay. Und, ja, wenn jetzt der Beppi kommt, gell? So, der Beppi, wer bekommt den Speicher? Bekommt ihn hier, gell? Also, Beppi. Okay. Ja. Und jetzt kommt, ja, wer kommt denn jetzt noch? Jetzt kommt die Anna, gell? Die Anna hat jetzt auch einen Prozess mitgebracht, gell? Der ist ja ein bisschen größer, gell? Ja, jetzt, Annas Prozess ist groß. Jetzt Annas Prozess, ja, hat hier nicht im freien Speicher drinnen Platz, gell? Also nicht hier Platz, gell? Und hat auch nicht hier Platz, gell? Aber hier und hier zusammen, gell, wenn man den zusammennehmen würde, hätte, ja, hätte Annas Prozess jetzt Platz, gell? Und jetzt, was kann man jetzt tun, gell? Eigentlich gar nichts, gell? Weil die, ja, die Prozesse verschieben, gell, hat man nicht so angedacht, gell? Das wäre nicht effizient, zu beginnen, die Prozesse durch den Speicher zu schieben, gell? Und das ist ein Problem, gell? Und das ist eines der Probleme, gell? Also, weil wenn man jetzt weiterarbeitet, jetzt haben wir jetzt nur den fünften Prozess, den wir laden möchten, und haben schon ein Problem. Stellt sich vor, gell? Also in der Schule auf dem Linux-Terminal-Server, gell? Dort haben wir ja tausende von Prozesse laufen, gell? Jetzt haben wir da mit 5 Prozessen schon ein Problem, gell? Wenn wir jetzt tausende Prozesse von denen hätten, gell? Das wäre jetzt ein riesiges Problem, gell? Man spricht dann auch davon, dass sich der Speicher fragmentiert. Man hat dann so Speicherstücke herum, gell? Und genau einen neuen Prozess zu finden, der wirklich schön in ein Loch hineinpasst, gell? Das ist nicht einfach, das wäre nur Zufall, gell? Also hat man immer Prozesse, die kleiner sind als die Speicherlücken, gell? Und dann entstehen kleine freie Speicherbereiche, gell? Und mit diesen vielen freien kleinen Speicherbereichen können wir auch nicht viel machen, gell? Also das ist die Fragmentierung des Speichers, das ist ein Problem, gell? Oder ein anderes Problem, gell? Wenn Seppeles Prozess hier, gell? Wenn der Zusatzspeicher möchte, das geht ja nicht, da ist dahinter der Beppi, gell, das ist nichts mit Zusatzspeicher, gell, nichts mit Malloc, gell, das ist ein Problem, gell, okay, muss man beim Starten des Programms schon wissen, wie viel man Speicher will, gell, sonst geht das nicht, gell, also ja, das ist so mit der linearen Speicherverwaltung, hier passieren einfach so Dinge, die nicht so toll sind, gell, und wenn wir hier mal schauen wollen, gell, ein paar haben wir herausgeschrieben, also Zusatzspeicher kann nicht garantiert werden, gell, oder Prozesse brauchen nicht immer gleich viel Speicher, sind nicht immer gleich groß, gell, also ist es schwierig, gell, einen passenden Speicherplatz zu finden, gell, also muss man immer diese freien Speicherbereiche irgendwie durchsuchen und so, gell, das ist nicht so toll, gell, ja. Es entstehen die Lücken, gell, die nur selten von einem anderen Prozess genau ausgefüllt werden. Es kommt zur Speicherfragmentierung, gell? Oder die Berechnung der physikalischen Adresse. Ja, halt, das geht noch, gell? Also die physikalischen Adressen. Wenn die logischen Adressen alle bei 0 beginnen, gell? Dann sind die physikalischen Adressen nichts anderes als die logische Adresse plus die Anfangsadresse des Blocks, gell? Also wenn wir hier so, gell, also wenn wir hier so, gell, wenn man hier schaut, gell, wenn hier die 0 für ein Sepp beginnt, gell, für Sepp sein Prozess, gell, und der Beppi hat hier auch eine 0, das ist seine 0, gell, das sind, und Hans sein
Prozessor hat auch eine 0, gell? Also alle drei Prozesse haben ihre 0. Und die physikalischen Adressen, gell? Die physikalischen Adressen bilden sich dann aus der Anfangsadresse jeden Prozesses, gell? Also da und da, gell? Und da, also der Anfangsadresse plus der logischen Adresse plus so viel, wie man halt so hier von dieser 0 entfernt ist, gell? Und das ist es eigentlich, das geht noch, gell? Ist zwar eine Summe, gell? Aber ja, Addierer haben wir schon gebaut, haben wir schon gesehen, das oder gesagt, das geht sachtwermäßig auch, gell? Mhm. Gell? Ja, und ja, die Auslagerung ist das nächste Problem. Ein Prozess ist ein Block, gell? Und jetzt kann man diesen Block nicht irgendwie teilen, kann man nicht sagen, ja, nimm ein Stückchen vom SAP und tun raus oder so, es geht nicht, gell? Das heißt, es können Prozesse nur ganz ausgelagert oder ganz eingelagert werden, und das entspricht nicht immer der Realität der Speichernutzung, weil ein Prozess ist nicht so, dass der ganze Prozess vielleicht immer ganz benutzt wird, gell? Und genau dieses Problem der Auslagerung, gell, ja, geht dann nicht so gut mit der linearen Speicherverwaltung, weil man eben nur ganze Prozesse auslagern kann, gell. Ja, und jetzt haben wir genug, ja, genug des Schimpfens, gell. Also das führt jetzt dazu, dass eben diese lineare Speicherverwaltung, gell, so nicht implementiert wird, gell. Es ist zwar relativ, gell, also es ist relativ einfach, und es wird in vielen Büchern angeführt, gell, als Einführung in die Speicherverwaltung, gell, um die Probleme dann dort zu erklären, gell. Aber, und das ist wichtig, gell, die richtige Speicherverwaltung, die funktioniert anders, gell. Also die richtige Speicherverwaltung, die ist komplexer, gell. Also es ist zwar jetzt die direkte Speicherverwaltung, gell, für ein Prozessbetrieb ohne Betriebssystem, gell. Dort kann man sich Lösungen ausdenken. Wir haben gesehen, Z80 und BIC haben sowas, gell. Aber die lineare Speicherverwaltung, gell, wenn man also so Speicher als ganzen Block für einen Prozess reserviert, gell, das geht nicht, gell. Das ist dann, naja, das würde zu viele Probleme mit sich bringen, gell. Ja, und deshalb werden wir dann noch ein paar Konzepte dann sehen, bis wir dann wirklich zu einer Speicherverwaltung kommen, mit der wir dann auch etwas anfangen können, mit der wir dann auch arbeiten können, gell. Mhm. Jo, bis zum nächsten Mal.